Ja, last but not least kommen jetzt hier die Forstprofis aus dem Ostallgäu, die Firma Schlang und Reichert, wie ihr es schon seht, der Unimog gut bestückt mit Frontwinde, auf der Pritsche eine Heckaufbauwinde, auf dem Hänger noch eine Winde und hier einen Wagen mit Kran. Siegfried, sag mal noch ein bisschen die Details dazu, bitte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der schon mal einen Baum gefällt hat, die Firma Schlang und Reichert kennt, aber im Bereich von Gehölzpflege und Forst ist ein bestimmter Begriff, ein sehr renommierter, langjähriger Hersteller von Seilwinden. Seilwinder, die kennt man, Front angebaut, ein Dreipunkt oder hier, wie hier an der Platte oder Heckdreipunkt. Aber das Programm der Firma Schlang und Reichert geht mittlerweile weiter. Firma Schlang und Reichert macht mittlerweile auch Winden im Unimog integriert. Und zwar speziell entwickelt für den Unimog eine Winde, die in der Pritsche sitzt und auch mit der kompletten Pritsche abgenommen werden kann. Natürlich gibt es dazu die passende Bergstütze, auf Wunsch auch einen Heckkraftheber oder eine hydraulische Heckzapfwelle. Alles aus dem Hause Schlang und Reichert. Darüber hinaus hat man sich mit dem Gedanken Anhänger beschäftigt. Man kennt es eigentlich aus dem Forst, da macht man es ja ähnlich. Da hat man seinen Kran, nicht auf dem Fahrzeug in der Regel, sondern auf seinem Rücke-Anhänger. Das kann man eigentlich in der Kommune auch umsetzen. Da nimmt man einfach einen Kipper, setzt den Kran auf den Anhänger drauf. Somit habe ich den nicht auf meinem Trägerfahrzeug. Ich habe es hier wie volle Nutzlast für Winterdienst oder für andere Dinge. Und ich habe den Laderaum frei. Und ich nehme dann den Kran auch nur mit, wenn ich brauche. Dazu habe ich hier bei dem Kran eine ganz tolle Abstützung, weil ich fast in der Fahrzeugkontur abstützen kann. Das heißt nicht, und wir stützen weit raus, ich kann auch, wenn es räumlich beengt ist, sehr gut abstützen. Über den ausgehobenen Anhänger als Kipper, Dreiseitenkipper zum Schüttguttransport einsetzen oder mit eingeschobenen Bohlen auch zum Maschinentransport. Auf Anhänger sehen wir den Moritz sitzen. Moritz ist eine Raupe mit integrierten Winde, die ist frontgesteuert, das Fahrwerk lässt sich verbreitern. Somit hat die Raupe eine gute Standfestigkeit an der Böschung und kann auch mit dem Mulchgerät versehen werden und somit als Mulch- oder Näheraupe eingesetzt werden.